Frau kann auch Fee sein und Silber tragen. Lucy Diakovska ist heute Morgen da, freue ich mich sehr. Also diese Bilder habe ich selber noch nicht gesehen. Aber du weißt schon, was du da anziehst morgens, oder? Ja, ja. Das sieht viel unbequemer aus, als es ist. Das ist richtig. Also ich habe, glaube ich, die bequemsten Klamotten im Musical, weil ich muss die einmal anziehen und gar nicht mehr Großartiges umziehen. Und ich habe auch keine Hektik. Das ist für mich eine sehr gemütliche Show. Und vom Style her, du trägst ja auch lieber gerne irgendwie coole Klamotten. Ich trage auch so gerne Röckchen. Silber und Gold. Nein, ja. Nee, aber das passt. Also das passt erstaunlich. Ich war am Anfang so ein bisschen, oh Mann, jetzt dieses Kleid, das sehe ich auch wie so ein kleines Alien-Tante, wie eine kleine Alien-Tante. Und dann habe ich es angezogen und ich habe mich eher wie Whoopi Goldberg in Sister Act gefühlt. Oder ich fühlte mich ein bisschen inspiriert an Helene Fischer, oder? Die hat doch so ein ähnliches Outfit in Rot mal gehabt, oder? Glaube ich, auch an den Schultern, diese abstehende da Schulter, da sind jetzt keine Polster. Wir stehen uns schon sehr nah mit dem Kleid und auch mit diesem Haarreif. Und ich darf natürlich halt meine Haare ganz lässig tragen auf der Bühne. Und ich glaube, das war auch ein bisschen so gewollt, dass man mich dann auch direkt erkennen kann. Und sagt, oh Mann, Lucy, das muss sie sein, weil ich erkenne sie an die Haare zum Beispiel. Okay, ja, du hast den Titelsong auch gesungen und vor allem hast du den Zauberstab mitgebracht. Ich auch ein sehr erfolgreiches Jahr. Aktuell stehst du nachmittags auf der Bühne als Fee Yolanda in Cinderella. Überall gerade auf der Welt. Gestern Abend, ja genau, in Innsbruck gestern Abend und wir gucken mal, wie es dort aktuell auf der Bühne aussieht. Wirklich? Wow. Wunder werden wahr, das ist die Botschaft des Musicals Cinderella. Lucy Diakovska spielt die gute Fee Yolanda. Beim Fotoshooting verzaubert sie nicht nur das Team, sondern auch Cinderella-Darstellerin Christina Schulz. Schon bei den Proben zeigt sich, Lucy ist ein Profi. Sie machte eine Musical-Ausbildung und hat schon in verschiedenen Produktionen mitgespielt. Cinderella, das märchenhafte Popmusical, ist schon seit einigen Jahren erfolgreich auf Tour. Lucy ist dieses Jahr das erste Mal dabei und verleiht dem Titelsong mit ihrer Stimme einen ganz besonderen Touch. Und Lucy ist überzeugt, Wunder geschehen nicht nur im Märchen, sondern auch im wahren Leben. Ja, welches Wunder hast du denn erlebt dieses Jahr schon im wahren Leben? Du kannst nicht ohne deinen Leut sterben. Der funktioniert. Ich habe gestern einen kaputt gemacht auf der Bühne, als ich das Kleid gezaubert habe. Also Cinderella ist ja aktuell, wie gesagt, in Innsbruck wart ihr gerade. Ihr habt unglaublich viele Städte, die ihr natürlich bereist. Die kommen alle, natürlich. Das Musical ist ja kein Neuland für dich. Ne? Es gab Jekyll und Hyde, es gab, glaube ich, Buddy, es gab Cats. Genau. Jetzt ist es aber ein Familienmusical, nochmal auf einer anderen Art. Vielleicht kannst du da den Unterschied nochmal beschreiben. Ich habe eine recht kurze Tour mit Captain Blaubeil gemacht. Das war auch ein Familien-/Kinder-Musical. Aber das waren schon sehr großen Hallen und man hat da diesen Intimität verloren. Weil es ist ja doch ein anderes Publikum. Ja, schon. Für Kindern auch zu spielen. Ne? Genau. Die geben ja viel mehr und es ist überhaupt nicht einfach, muss ich sagen. Nee, weil ich komme natürlich sehr kurz auf der Bühne und ich habe wirklich ein paar Minuten Zeit, die zu überzeugen. Ich habe mir sehr viele auch etwa flippige und lustige Charaktereigenschaften zur Yolanda ausgedacht, so dass ich Lucy auch irgendwo wiedergefunden werde in dieser Rolle, weil für mich das auch sehr wichtig ist. Ich wollte nie wirklich Musical-Darstellerin werden, weil ich die Lucy so toll finde. Das ist so ein bisschen narzisstisch bin ich unterwegs. Aber der Funke springt sofort über, weil eine Fee zu sein, da träumt ja irgendwie, außer man ist eine Prinzessin als Kind, ja, da träumt man schon davon, oder? Ich denke schon. Und ich habe schon immer gemerkt, dass ich viele Menschen gute Ratschläge mal gegeben habe, auch im Leben, auch Fans, die vielleicht auch gerade was Sexualität angeht, das macht die verloren Fee dann auf der waren. Bühne. Natürlich nicht diese Frage, aber nee, die Fee erfüllt Wünschen, die Fee hilft Cinderella weiterzukommen im Leben. Und es geht nicht immer darum, was Unmögliches zu tun, was ich natürlich in einem Stück mache. Ich zauber einfach ein Kleid, sondern daran zu glauben, dass
ja, dass Dinge passieren können und an sich zu glauben und an aber das ist doch eine schöne Botschaft in der ja, Zeit, eine Hilfe oder? Anderen ja. Menschen auch zu glauben, dass das an das Gute in Menschen. Mhm. Ich sage einfach, an das Gute in Menschen zu glauben. Okay, und wenn das eine große Kernaussage ist von Cinderella, guck mal, ja, ich glaube ja sowieso an das gute Menschen und das tue ich schon viel zu tun. Dich sehen wir als Fee Yolanda und dann mit Silbereisen auf Tour. Dich sehen wir bei The Voice of Germany am Donnerstag bei ProSieben und bei Sat.1 und vor allem auf der großen Best-of-Tour von Sunrise Avenue nächstes Jahr. Ja, Album kaufen. Genau, und die Single ist natürlich auch aktuell draußen. Also schön, dass ihr hier seid heute Morgen. Danke für eure Zeit. Alles Beste. Bis morgen dann. Tschüss.